Aber ich würde mich schon gern erkenntlich zeigen. Dafür, dass Sie gestern... Wissen Sie, warum Frauen schlechter einparken können als Männer? Ihnen fehlt das räumliche Vorstellungsvermögen. Das sah bei Ihnen auch mal so aus, Herr Kollege. Ja. Ich hatte den Wagen jederzeit voll im Griff. Oh, jetzt lässt sie aber ihr Erinnerungsvermögen im Stich. Jedenfalls dafür, dass Sie vorgestern so unkompliziert bei mir in der Praxis eingesprungen sind. Wie wär's, wenn wir morgen essen gehen? Gerne. Schön. Oh, was ist denn da los? Können wir Ihnen helfen? Mein Bauch, es sticht wie mit Messern. Oh, bitte. Haben Sie sich wehgetan? Nein, ist schon in Ordnung. Wirklich? Ja. Dann kommen Sie jetzt besser. Moment, die Autoschlüssel noch. Ach, danke. Bitte. Bis später. Kann es kaum erwarten. Ich hatte auch gehofft, der Kelch wird an uns vorübergehen. Aber so wie es jetzt aussieht, wird er direkt über uns ausgegossen. Ich frage mich bloß, wie die das immer wieder anstellt. Manche Leute fallen eben immer wieder auf die Füße. Wenn das Dr. Heilmann erfährt. Wenn ich was erfahre? Nehmen Sie bitte Platz, Heilmann. Was ist denn passiert? Irgendwas Schlimmes? Ich hatte eben einen Anruf aus dem Gesundheitsdezernat. Der neue Dezernent hat eine alte Bekannte von uns zu seiner Assistentin berufen. Doch nicht etwa Vera Bader. Warum immer wieder diese Frau? Die meisten Probleme, die ich in den letzten 5 Jahren hatte, hatten irgendwie mit ihr zu tun. Ja, also dasselbe gilt für die Klinik, Roland. Sie wird uns Ärger machen. Ganz bestimmt. Gallenblase und Leber sind unauffällig. Seit wann haben Sie die Schmerzen? So richtig schlimm ist es seit heute Mittag. Wahrscheinlich wieder mein Magengeschwür. Damit hatte ich schon öfter Probleme. Und die letzte Magenspiegelung war wann? Halbes Jahr. Die Bauchspeicheldrüse ist in Ordnung. Beinübel. Ja. Darf ich kurz stören? Ja. Kannst du bitte Dr. Schelling anrufen? Er hat noch Fragen zum Befund von Frau Seibert. Und du kennst ihn besser als ich. Mach ich. Gute Besserung. Danke. Was macht eigentlich der Rücken Ihres Lebensgefährten? Danke. Ich kann nicht klagen. Entschuldigung. Das war eine Verwechslung. Wie peinlich. Das vorhin, das war nur ein Kollege. Und ich bin sicher, seinem Rücken geht's wieder gut. Normalerweise passiert mir sowas nicht. Was denn? Na, so ein Irrtum. Ich habe eigentlich einen ganz guten Blick dafür, wer zusammengehört. Wer zusammen ist. Ich bin Paartherapeutin. Na, dann war das wohl ein Kunstfehler. Soll ja nicht nur bei uns Ärzten vorkommen. Wollen Sie was gegen die Schmerzen? Ja, bitte. Schwester Sandra, 10 Milligramm Comisin, bitte. Da ist sehr viel Luft. Die Dünndarmschlingen sind überbläht. Das gefällt mir gar nicht. Schwester, wir brauchen noch eine Röntgenaufnahme im Stehen. Wenn das immer so einfach wäre. Mutti möchte Gabriele bald mal kennenlernen. Oh, dann wird Ihre Freundin jetzt offiziell in die Familie aufgenommen? Ja, das ist es ja, was mir große Sorgen macht. Was, wenn Mutti Gabriele nicht gefällt? Dann werden Sie sich wohl zwischen einem von den beiden entscheiden müssen. Hm. Herr Brenner, haben Sie diese Sauerei hier angerichtet? Oh, nein, oder? Nein. Passen Sie gefälligst besser auf und wischen Sie das sofort weg. Das macht ja auch einen schlechten Eindruck. Und es ist gefährlich. Ich kümmere mich drum. Ich möchte auch, dass hier in Zukunft peinlichst auf Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit geachtet wird. Und sagen Sie das auch den Kollegen. Hallo. Dr. Lorenz. Wie geht's, Bastian? Gut.
gut. Ihr Medikament wirkt wahre Wunder. Das freut mich. Trotzdem würde ich ihn mir bei Gelegenheit gerne nochmal ansehen. Wie wäre es gleich heute Abend? Vielleicht lieber morgen. Sie sehen ja, wegen Bastian ist hier viel liegen geblieben. Ich muss hier erstmal Ordnung reinbringen. Probleme? Sagt Ihnen der Name Vera Bader etwas? Das war doch die, die Dr. Heilmanns Forschungsergebnisse gestohlen hat. Sie ist die Assistentin unseres neuen Gesundheitsdezernenten. Und? Wenn jetzt herauskäme, dass Bastian illegal Medikamente aus ihrer klinischen Studie erhält... Wieso sollte es? Das wäre ein gefundenes Fressen für sie, die würde uns fertig machen. Wenn jemand, irgendjemand rausfindet, dass ich Bastian ein Medikament gebe, das noch nicht zugelassen ist, dann bin ich dran. Und Sie auch. Und da braucht es keine Vera Bader. Aber worüber machen Sie sich Sorgen, Frau Marquardt? Sie und ich sind die Einzigen, die von unserem Deal wissen. Aber Frau Bader schnüffelt hier rum. Von mir wird sie nichts erfahren und von Ihnen hoffentlich auch nicht. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie steht es mit dem Verlängerungsvertrag für die Studie? Aha, für Röntgenaufnahmen sind wir unterwegs. Was machen die Schmerzen? Es geht. Die Spritze hat geholfen. Gut. Sagen Sie, dieser Kollege, den Sie irrtümlicherweise für den Lebensgefährten von Frau Dr. Eichhorn gehalten haben, Sie wissen nicht zufällig, wer das war. Sie sollten das um Gottes Willen nicht ernst nehmen. Tue ich auch gar nicht. Ich habe sowieso schon so eine Ahnung. Kleiner als ich, älter, markantes Gesicht. Ja. Oh. Dr. Kaminski. Die beiden haben so eine Art Vater-Tochter-Verhältnis. Natürlich. Das erklärt auch die Vertrautheit. Die Röntgenaufnahmen sind da. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Und? Diese hellen Sicheln hier im Dünndarm, können Sie die sehen? Ja. Frau Barold, Sie haben einen Darmverschluss. Muss ich operiert werden? Nicht unbedingt. Wir werden erstmal versuchen, mit einer Sonde den Verschluss zu entlasten. Damit können wir vielleicht die Operation vermeiden. Nehmen Sie in Zukunft die Treppenstufen lieber einzeln. Danke. Alles Gute. Dr. Heilmann. Guten Tag. So feindselig? Ich hatte gehofft, wir können die Vergangenheit ein für alle Mal ruhen lassen und uns der Zukunft zuwenden. Dass Sie Ihre Vergangenheit vergessen wollen, kann ich verstehen. Jeder hat doch eine zweite Chance verdient. Hier haben Sie auch eine Kröte, bleibt eine Kröte, selbst wenn sie miaut wie eine Katze. Dr. Heilmann. Sie sollten in der Wahl Ihrer Worte etwas respektvoller sein. Ich vertrete Ihre oberste Dienstaufsichtsbehörde. Sie können sich so viele Titel anhängen, wie Sie wollen. Zwei Dinge werden Sie von mir nie bekommen. Respekt und Vergebung. Sie hatten mir eine eindeutige Zusage gemacht, dass wir diesen Vertrag verlängern. Ja, aber Ihre neueste Kalkulation, die liegt fast 20% über dem, was wir besprochen hatten. Und das sind Summen, die kann ich nicht einfach so abnicken. Da kann man doch sicher noch was drehen. Ja, ausgeschlossen. Wenn die Sachsenklinik den Vertrag nicht verlängert, dann kann ich meine Gastprofessur in Cambridge vergessen. Was für eine Gastprofessur? Ja, das wollte ich Ihnen noch sagen. Mir wurde vor einer Woche ein Lehr- und Forschungsauftrag an der Medizinischen Fakultät in Cambridge angeboten, aufgrund meiner Studie, und ich habe angenommen. Sie wollen uns verlassen? Nein. Mein Projekt hier läuft natürlich weiter. Die Betreuung der Patienten übernimmt meine Assistentin. Für die Auswertung der Forschungsergebnisse muss ich ja nicht unbedingt vor Ort sein. Eine Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut wie der Universität Cambridge, das ist natürlich auch für das Renommee der Sachsenklinik nicht schlecht. Eben. Davon profitieren alle. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der Vertrag ist. Ja, bitte? Guten Tag, Frau Marquardt. Ich hoffe, ich störe nicht. Frau Bader. Herr Dr. Lorenz, ich rufe Sie an. Ja, ich bitte darum. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Frau Parold? Ja, hallo. Pfleger Hans-Peter, wie geht's Ihnen denn? Danke. Im Moment habe ich keine Schmerzen. Hm. Bei Ihnen soll eine Magensonde gelegt werden? Ja, wie geht denn sowas? Ja, im Prinzip ist das wie bei einer Magenspiegelung.
Nur, dass die Sonde durch die Nase eingeführt und bis in den Dünndarm geschoben wird. Es hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Die Sonde ist viel dünner als bei einer Magenspiegelung. Kann man denn damit auch schlafen? Ist alles kein Problem. Sie sollten sich nur ein paar Sachen bringen lassen. Nachtzeug und Bademantel. Ich muss länger hier bleiben. Also, darauf bin ich jetzt gar nicht eingerichtet. Aber Sie werden doch jemanden haben, der Ihnen eine Tasche mit dem Nötigsten packen kann. Ja, das heißt eigentlich nein. Mein Mann ist gerade verreist und ich muss vor allem meinen Patienten absagen. Ach, Sie sind auch Ärztin? Ja, Psychotherapeutin, Paartherapeutin. Das klingt ja interessant. Hätte ich noch Zeit zu telefonieren? Ja, aber sicher. Mein Chef plant, die Leipziger Kliniken zu reorganisieren. Mir hat er die Aufgabe erteilt, eine Art Bestandsaufnahme des Status quo der Leipziger Krankenhäuser zu erstellen. Deswegen bin ich hier. Es gibt bereits einen ausführlichen Bericht über Angebot und Projekte der Leipziger, der bereits ein Dreivierteljahr alt ist. Ein neuer muss dringend erstellt werden. Da haben wir es ja. Die Budgetplanung für das kommende Jahr. Müsste die nicht längst auf meinem Schreibtisch liegen? Mein Sohn war sehr krank, da ist einiges liegen geblieben. Oh, das tut mir leid. Geht's ihm wieder besser? Danke, ja. Das freut mich. Die Aufstellung ist noch nicht ganz fertig, aber ich werde mich sofort darum kümmern. In spätestens 2 Tagen haben Sie das auf Ihrem Tisch. Frau Marquardt, jetzt setzen Sie sich doch mal hin. Das macht mich ja ganz nervös, wenn Sie hier so rumtanzen. Ich kann hier rumtanzen, so viel ich will. Das ist immer noch mein Büro. Da haben Sie recht. In meinem sehe es nicht so aus. Da haben wir es ja. Die Finanzierung der Forschungsprojekte. Wie Sie wollen. Professor Simoni hat dich sowieso als nächstes aufgesucht. Wir haben uns nämlich lange nicht gesehen. Na dann. Keine Ursache, Herr Kollege. Wiederhören. Frau Dr. Eichhorn ist wohl nicht da? Nein. Was gibt's denn? Wir haben heute Morgen vor der Klinik eine Frau mit starken Bauchschmerzen getroffen. Wollte eigentlich nur wissen, was dabei rausgekommen ist. Ein Ileus. Mhm. Ein Darmverschluss. Mechanisch oder paralytisch? Eher paralytisch. Was macht denn Ihr Rücken? Mein Rücken? Die Dame hat sich nach Ihnen erkundigt. Sie hatten offenbar heute Mittag Rückenschmerzen. Ach so. Allzu schlimm. Sie hat Sie übrigens für den Lebensgefährten von Frau Dr. Eichhorn gehalten. Naja, da hat ihr wahrscheinlich der Darmverschluss den Verstand vernebelt. Die hatte schon beim Einparken erhebliche Aussetzer. Und ich dachte schon, ich müsste sie zum Duell fordern. Oh, für die Wahrheit bin ich gern bereit zu sterben. Aber für ein Gerücht. Die Pflicht ruft. Na, du bist doch nicht etwa eifersüchtig. Quatsch. Ich nehme ihn doch nur ein bisschen hoch. Wirklich? Du weißt, dass ich Dr. Kaminski nicht besonders leiden kann. Aber Elena scheint mit seiner kotzbrockigen Art irgendwie klarzukommen. Tja, sie ist die Einzige, die er mit seinen zynischen Sprüchen verschont. Eben. Der Professor erwartet Sie. Guten Tag, Frau Mahler. Guten Tag, Professor Simoni. Bitte. Danke. Gratulation zu Ihrem sensationellen Aufstieg. Dankeschön. Was können wir für Sie tun? Also, wie Sie ja wissen, wird in Zukunft ein noch effektiverer Umgang mit den finanziellen Ressourcen nötig sein. Die Versicherten wollen nicht immer mehr zahlen und immer weniger Gesundheit dafür bekommen. Oder andersherum, wenn sie schon zur Kasse gebeten werden, dann wollen sie dafür auch Leistung sehen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Dass Sie das können, da bin ich mir sicher. Ob das allerdings Ihre Verwaltungsdirektorin auch kann, das darf ich bezweifeln. Also das ist wirklich... Das wollen Sie doch vielleicht etwas genauer erklären, Frau Wader. Vielleicht bei einem Kaffee? Ja. Barbara, bringen Sie uns doch bitte Kaffee. Ja. Haben Sie denn jemanden finden können, der Ihnen Ihre Sachen bringt? Noch nicht. Ich muss mich erst einmal um meine Praxis kümmern. Ah, ja. Da hätte ich eine Frage an Sie. Kommen denn manchmal Paare zu Ihnen, die erst frisch zusammen sind?
Haben Sie Probleme in Ihrer Beziehung? Och, noch nicht. Wie das? Ja. Demnächst bekomme ich Besuch von meiner Mutter. Sie trifft zum ersten Mal auf Gabriele, meine Freundin. Ah, verstehe. Ihre Freundin hat Angst vor der Begegnung mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter. Nein, ich habe Angst, dass Mutti Gabriele nicht akzeptiert. Wie kann ich Mutti davon überzeugen, dass Gabriele die Richtige für mich ist? Vermeiden Sie vor allem jede Konkurrenzsituation. Lassen Sie Ihre Freundin zum Beispiel nicht kochen. Ihre Mutter ist für Sie die beste Köchin und wird es immer bleiben. Und wenn Sie Ihrer Freundin ein Kompliment machen, dann machen Sie Ihrer Mutter auch eines. Ach, ich verstehe. Wenn ich Gabi Blumen schenke, dann muss ich meiner Mutter auch welche schenken. Am besten noch einen größeren Strauß. Aber nicht zu groß, sonst gibt es wieder Probleme mit Ihrer Freundin. Ach, richtig. Also es ist doch immer wieder erhellend, mit einem Fachmann zu reden. Es ist bestimmt nicht immer einfach, sich in ihrer eigenen Ehe immer an die Ratschläge zu halten, die sie anderen geben. Hm? Ein anderes Thema sind die Forschungsprojekte. Es gibt da, wie mir scheint, einige teure Doppelungen. Die Epilepsiestudie für Patienten im Kindesalter zum Beispiel. Eine ganz ähnliche Studie läuft gerade in der Bethesda Spezialklinik für Pädiatrie. Die Studie setzt auf einen völlig anderen Schwerpunkt. Absolut. Das sehe ich allerdings nicht so. Meiner Ansicht nach könnte man beide Studien zusammenlegen und damit eine Menge Geld sparen. Uns würde ein Fortschritt auf diesem Gebiet langfristig viele Vorteile bringen. Auch in finanzieller Hinsicht. Wir sollten unser Gespräch weiterführen, wenn ich mir einen Überblick über Ihre Budgetplanung verschaffen konnte, die mir leider noch nicht vorliegt. Ich werde mich sofort darum kümmern. Hm? Schon gesagt. Wir bringen Sie noch ein Stück, Frau Bader. Danke. Grüßen Sie bitte Ihren Chef. Ja, das mache ich gern. Oh, bei Ihnen müsste wohl mal sauber gemacht werden. Das Personal ist schon informiert. Ach, und da ist noch nichts passiert? Scheint so, als wären die Akten nicht das Einzige, Frau Marquardt, was Sie nicht im Griff haben. Frau Bader, hören Sie auf, mich zu schikanieren und so ein kleiner Wasserfleck. Mein Gott, das ist doch kein Grund. Bei Ihnen tropft es ja von der Decke. Das ist neu. Wann wurde denn das letzte Mal das Rohrsystem überprüft? Ja. Ist wohl schon lange her. Eine Schande, Frau Marquardt, wie Sie die Klinik verkommen lassen. Also, Frau Bader, ich bitte Sie, das... Ja, Herr Rösel, sagen Sie doch bitte für morgen Vormittag all meine Termine ab. Ich muss eine außerplanmäßige Inspektion an der Sachsenklinik durchführen. Frau Bader, lassen Sie bitte die Kirche im Dorf im Wasserfleck. Ich meine... Passt es Ihnen um 9? Bis morgen. Oh, ich bringe Sie um. Bis morgen früh. Muss die Klinik tipptopp in Schuss sein. Ich werde alles Nötige veranlassen. Und Sie wollen nicht minimalinvasiv vorgehen? Nicht bei einer derart großen Vorsteherdrüse. Mhm. Schreiten wir zur Praxis? Mhm. Elena, hast du mal einen Moment Zeit? Jetzt gleich? Eine Prostata-Hyperplasie wartet im OP. Geht's heute Abend? Klar. Ja, dann schicken Sie einfach 10 Leute mehr. Ich möchte, dass die Klinik heute Nacht dreifach geputzt wird. Haben wir uns verstanden? Selbstverständlich wird das bezahlt. Danke, wiederhören. Ja, bitte. Ah, Herr Matschke. Und was haben Sie herausgefunden? Ein Rohr ist leck. Und können Sie das bis morgen reparieren? Ja, schon. Allerdings würde ich... Was? Würde ich Ihnen empfehlen, das komplette Rohr auszutauschen. Sonst haben Sie in 2 Wochen ein paar Meter weiter das gleiche Problem. Und woran liegt das? Kann ich so nicht sagen. Ich müsste Ihnen dann Gutachten erstellen. Gut. Zuerst reparieren Sie dieses Leck. Mhm. Und wenn Sie schon dabei sind, können Sie ein Gutachten erstellen. Aber zuerst dieses Leck. Gut, wird erledigt. Frau Parold, wie geht es Ihnen? Nicht so besonders. Ich werde mal Fieber und Blutdruck messen. Haben Sie denn immer noch niemanden wegen Ihrer Sachen erreichen können? Naja,
Wie gesagt, mein Mann ist im Ausland und sonst hat niemand den Schlüssel. Mhm. Na, den könnte sich ja jemand hier holen. Ach, bis morgen geht das so. Mhm. Wie lange ist denn Ihr Mann verreist? Länger. Mhm. Beruflich? Ja, er ist in Brasilien. Aha. Was macht er denn da? Er ist Geologe. Er arbeitet an einem großen Forschungsprojekt. Mhm. Verstehe. Der Blutdruck ist normal, aber die Temperatur ist erhöht. Und was bedeutet das? Ja, wir müssen das weiterhin beobachten. Nicht, dass sich eine Darminfektion entwickelt. Ich komme nachher noch mal wieder. Schlafen Sie ruhig. Sie werden mich gar nicht bemerken. Jetzt lass doch mal die Arbeit. Es geht um eine neue OP-Methode bei Nierenstein. Dr. Kaminski hat mich gebeten, ihm meine Meinung dazu zu sagen. Kaminski, Kaminski. Jetzt hat man nicht mal mehr abends im Bett Ruhe vor dem Kerl. Was ist denn mit dir los? Ja, es geht mir langsam echt auf den Senkel. Ständig hockt ihr zusammen. Und jetzt musst du auch noch nachts für ihn Fachtexte lesen. Das ist ein Kollege. Wir sind befreundet. Mit Dr. Kaminski kann man nicht befreundet sein. Ach. Frau Parold, die Patientin heute Morgen, die hat euch für ein Paar gehalten. Martin, bitte. Ja, ich gebe sonst auch nicht so viel auf die Meinung anderer Leute, wenn ich nicht, wie in dem Fall, den gleichen Eindruck hätte. Welchen Eindruck? Dass ich dich mit Dr. Kaminski betrüge? Nein, das nicht. Im Moment hatte ich gerade das Gefühl, dass du deinen Verstand verloren hast. Aber, dass er in dich verliebt ist. Ist er nicht. Er schätzt mich, er mag mich vielleicht, aber nicht verliebt. Entschuldige. Manchmal habe ich einfach Angst, dich zu verlieren. Hallo? In einer halben Stunde muss das hier aber fertig sein. Ach, Frau Marquardt. Ach, Hatschke, ich bin so froh, dass Sie das so schnell erledigen konnten. Ich habe mir die anderen Rohre auch mal angesehen. Ja, wir reden später. Ich bin ein bisschen in Eile. Das ist alles Schrott. Wie bitte? Das gesamte Rohrsystem ist marode. Das muss komplett ausgetauscht werden. Das kostet doch ein Vermögen. Wenn Sie es nicht tun, müssen Sie ja bald Gummistiefel verteilen. Können Sie denn die heiklen Stellen nicht irgendwie ausbessern? Ja, für eine Weile geht das irgendwie. Aber das rechnet sich nicht auf Dauer. Irgendwann muss doch alles mal neu gemacht werden. Hallo, Frau Marquardt. Hallo. Frau Habermann ist so freundlich und steht uns als Vertretung für die Oberschwester zur Verfügung. In Ordnung. Herr Matschke, wir reden später weiter. Sie scheinen etwas nervös zu sein, Frau Marquardt. Ich? Nein. Ich bin ein bisschen erschöpft. Wann ist denn alles bereit? Ja, die kann kommen. Schön. Aber unterschätzen Sie die Dame nicht. Die weiß sehr genau, wo sie suchen muss. Keine Sorge, das Pflegepersonal ist bestens vorbereitet. Da muss die Dame schon etwas früher aufstehen, um hier bei uns etwas zu finden. Sie entschuldigen mich, ich mache zur Vorsicht noch eine letzte Runde. Ihr Zustand hat sich über Nacht weiter verschlechtert. Darf ich mal? Sie hat eine Peritonitis. Wir können nicht länger warten. Oh. Muss ich jetzt doch operiert werden? Frau Parold, wir dürfen kein Risiko eingehen. Ihr Bauchfell ist entzündet. Bereiten Sie bitte alles vor. Mach ich. Ist diese Operation gefährlich? Unsere Chirurgen führen diesen Eingriff sehr häufig durch. Falls bei der Operation doch irgendetwas schiefläuft, würden Sie dann meinen Mann benachrichtigen? Also ich bin mir sicher, dass das nicht passieren wird, aber selbstverständlich. Wie kann ich ihn denn erreichen? Das hier, das ist seine Nummer. Das ist eine deutsche Mobilfunknummer. Funktioniert die denn in Brasilien? Ich muss Ihnen etwas gestehen.
Ich habe sie angelogen. Mein Mann, er ist nicht in Brasilien. Er ist auch kein Geologe. Er ist ein Paartherapeut. Wie ich. Na und? Wir haben gerade eine kleine Ehekrise. Er ist ausgezogen vor ein paar Tagen. Auf Probe. Und warum haben Sie mir das nicht gesagt? Ein Paartherapeutenpaar, das die eigene Beziehung nicht in den Griff kriegt, ist doch ein schlechter Witz. Hm? Ihr Mann weiß also nicht, dass Sie hier sind. Tja. Theorie und Praxis klaffen oft auseinander. Nur nicht in der Medizin, da wäre es schlecht. Es wäre nett, wenn Sie das nicht überall herum erzählen. Ich habe mich noch nicht so ganz gewöhnt an die Situation. Frau Parold? Als erstes würde ich gerne den Medikamentenbestand sehen. Bitte hier entlang. Herr Röse, notieren Sie. Eine Flasche Morphinderivat mit überschrittenem Verfallsdatum. Darf ich mal sehen, Frau Bader? Es ist alles in Ordnung. Sehen Sie hier die 3 im Datum? Die 7 Tage nach Öffnung sind nicht überschritten. Tja, wenn man es so lesen will. Ein typischer Fall von Ärzteklaue, würde ich sagen. Haben Sie die Aufstellung vom Desinfektionsmittelverbrauch? Danke. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es hier mit der Keimfreiheit gehalten wird. Sieht soweit in Ordnung aus. Na, das hätte ich Ihnen auch vorher sagen können. Abwarten, Frau Marquardt. Ich höre gerade, wir operieren zusammen. Ja, Frau Parold entwickelt eine Peritonitis. Wie viel Zeit haben wir noch? Sie ist schon im OP. Herr Röse, Abklatschprobe bitte. Alles in Ordnung bei Ihnen? Danke. Skalpell. Der ganze Darm ist schwarz. Das habe ich befürchtet. Gut, dass du so schnell reagiert hast. Hoffentlich schnell genug. Klemme. Was hältst du davon, wenn wir uns heute Abend mal ganz in Ruhe zusammensetzen? Gute Idee. Das heißt, Du hast was vor. Ich bin zum Essen eingeladen. Kaminski? Ja, aber ich sage ihm natürlich ab. Ist nicht nötig. Möchte ich aber. Ich komme da schlecht dran. Kannst du das mal übernehmen? Ich kümmere mich heute Abend um Sophie. Dann habt ihr mehr Zeit füreinander. Das rein! Au! Mist! Handschuhe runter, Wunde desinfizieren, Jod drauf, schnell! Und rufen Sie Dr. Brentano, er muss mir weiter assistieren. Ja. Sie wird Tarikat. Steriles Pflaster, schnell! Handschuh! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Skalpell? Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Ach, hoffentlich ist es nicht nur Make-up. Glauben Sie, ich habe das nötig. Was war denn der Grund für den Wasserschaden? Ein defektes Rohr. Aha, ein defektes Rohr. Und warum war es defekt? Ich lasse gerade ein Gutachten erstellen. Guten Tag, Dr. Heilmann. Guten Tag, Sarah. Guten Tag. Schön, dass ich Sie treffe. Ich würde mir gern noch mal die Ärztedienstpläne ansehen. Die kann Ihnen Frau Marquardt geben. Auch wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen würden, uns zu begleiten, dann könnte ich mögliche Fragen gleich an den Verantwortlichen richten. Wie Sie wollen. In meinem Büro? Ja, wenn wir zwischen all den Akten dort Platz finden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe, Schwester Yvonne. Ist doch selbstverständlich. Ich hoffe, sie kommt durch. Die nächsten Stunden sind extrem kritisch. Ach.
Eventuell müssen wir morgen noch eine Second-Look-OP durchführen. Lass mal sehen. Soll ich nicht doch noch eine Wundrevision machen? Eine Naht draufsetzen? Ich glaube, ein Verband reicht aus. Gut, ich mach das. Ah, oh, vielen Dank. So, hier hin? Ja, bitte. Brauchen Sie mich hierfür? Dankeschön. Der Professor ist sofort bei Ihnen. Nehmen Sie Ihren Kaffee mit Milch? Ja, bitte. Dr. Brentano hat ungewöhnlich viele Dienste. Er würde sogar noch mehr machen, aber wir achten hier sehr auf die Ruhezeiten. Das hoffe ich. Sie wissen, wie schwerwiegend Verstöße auf diesem Gebiet sind. Ja, bitte. Frau Bader, ich höre, die Inspektion ist zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen. Es scheint alles in bester Ordnung. Na, das freut mich, aber danke, Frau Marquardt. Offenbar ist die Sachsenklinik bei Ihnen in guten Händen. Ja, das freut mich auch, dass ich mein anfänglicher Eindruck nicht bestätigen konnte. Ich darf mich dann verabschieden. Ach, Frau Marquardt, und bitte denken Sie an die Unterlagen, um die ich Sie gebeten habe. Selbstverständlich. Ich begleite Sie. Danke. Kaffee vielleicht? Ich muss. Gut, dass ich Sie sehe. Ich muss noch mal in meine Praxis. Ich habe uns einen Tisch im Restaurant von Jakob Heilmann reserviert. Um 8 Uhr. Geht das bei Ihnen? Oh, kommen Sie, Sie wollen doch jetzt nicht absagen. Oh, Küche oder OP? OP. Und wie ist das passiert? Ich war unvorsichtig. Ach, das tut mir leid. Vielleicht kann sie ein gutes Essen in amüsanter Gesellschaft aufheitern. Sie wollten mir auch noch Ihre Einschätzung über die neue Operationsmethode verraten. Oh, kommen Sie. Ich werde Sie auch nicht lange in Anspruch nehmen. Um 11 sind Sie längst wieder bei Ihrer Familie. In Ordnung. Sehr gut. Wir treffen uns dort. Bis nachher. Hast du ihm abgesagt? Sehen Sie sich das an, diese Korrosion. Das ist doch nicht normal bei dem Alter der Rohre. Aha, und wie erklären Sie sich die? Zu scharfe Reinigungsmittel. Die greifen auf Dauer das Metall an. Aha. Mhm. Also ist die Reinigungsfirma dafür verantwortlich? Absolut ja. Wie lange dauert das, bis zu scharfe Reinigungsmittel die Rohre so kaputt machen? Einige Jahre schon. Warum? Naja, wir haben vor einem Jahr etwa die Reinigungsfirma gewechselt. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann kann also die neue Firma den Schaden nicht verursacht haben, sondern nur die alte. Genau. In einem Jahr ist sowas nicht möglich, nee. Und auf Ihr Gutachten kann ich mich verlassen? Absolut. Der Effekt von Reinigungsmitteln auf Sanitäranlagen ist allgemein bekannt. Ich denke, wir werden vor Gericht gehen müssen. Sachsenklinik, Marquardt, guten Tag. Spreche ich mit der Firma Call to Clean? Bitte? Wie gibt's nicht mehr? Verstehe. Danke. Die Firma hat vor einem halben Jahr Pleite gemacht. Wir mussten Teile Ihres Darms entfernen. Das war ein sehr großer Eingriff. Wie geht's Ihnen? Ich habe Durst. Sie dürfen leider noch nicht zu sich nehmen. Herr Brenner kommt aber gleich und bringt etwas zum Befeuchten der Lippen. Mhm. Frau Parold bekommt über Nacht Antibiotika nach Plan und in 2 Stunden nochmal HB und Leukos. Geht in Ordnung. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh. Mhm. Was
habe ich Ihnen gesagt. Sie haben die OP überstanden. Draußen ist jemand, der Sie sehen möchte. Wer? Ja, ich habe mir erlaubt, Ihren Mann anzurufen. Oh. Ja, er hat sich große Sorgen um Sie gemacht. Darf ich ihn reinbitten? Ich weiß nicht. Ja, das steht wahrscheinlich nicht so im Paartherapie-Handbuch, aber Not schweißt zusammen. Soll ich? Herr Parhold, Ihre Frau möchte Sie sehen. Danke. Aber Sie als Anwalt müssen doch einen Weg wissen, wen man stattdessen schadensersatzpflichtig machen kann. Irgendwer muss doch für diesen Schaden aufkommen. Tun Sie das. Danke. Wiederhören. Guten Abend. Bitte setzen Sie sich. Ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe gerade erfahren, dass das komplette Rohrsystem der Sachsenklinik saniert werden muss. Und offenbar kann niemand für den Schaden haftbar gemacht werden. Das heißt, ich muss dafür das Geld aus unserem eigenen Etat nehmen. Was wollen Sie mir damit sagen? Dass ich Ihre Studie nicht länger finanzieren kann. Es tut mir leid. Das kann ich nicht akzeptieren. Wie bitte? Sie haben mir die Vertragsverlängerung zugesagt. Zweimal schon. Ja, aber sehen Sie nicht, in welcher Lage ich mich befinde? So eine Sanierung, das kann schnell in die Hunderttausende gehen. Ich habe kein Geld mehr für Ihre Studie. Ja, dann suchen Sie nach anderen Möglichkeiten. Was weiß ich, wenden Sie sich an die Stadt. Die muss doch in einem solchen Fall einspringen. Die wird mir was husten. Sie sind nicht der Einzige, der unter dieser Katastrophe wird leiden müssen. Ja, da haben Sie völlig recht. Eine Menge Kinder mit Epilepsie werden nicht weiter behandelt wegen ein paar kaputter Rohre. Nein, nein. Sie werden meinen Vertrag verlängern, sonst... Was sonst? Sonst werde ich die Behandlung Ihres Sohnes ebenfalls abbrechen. Sie, wollen Sie mich erpressen? Nein, ich will, dass Sie sich an Ihre Zusagen halten. Verlassen Sie sofort mein Büro! Na gut, wie Sie wollen. Aber Ihr Sohn wird es Ihnen danken. Und würden Sie die neue Operationsmethode als vielversprechend bezeichnen? Ja, sehr sogar. Das freut mich. Ich bin nämlich zu demselben Urteil gekommen. Und ich habe mir vorgenommen, gleich morgen mit Professor Simoni darüber zu sprechen. So, zweimal Gâteau au Chocolat. Oh, danke, für mich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, ich schon. Lassen Sie die zweite Portion ruhig da. Jakob, könnten Sie mir bitte noch einen Espresso bringen? Sehr gern. Jetzt könnten Sie mir doch eigentlich verraten, warum Sie vorhin so schlechte Laune hatten. Es war doch bestimmt nicht nur wegen Ihres Unfalls. Ein überflüssiger Streit mit Martin. Ging es um mich? Es war nicht schwer zu erraten. Von Dr. Stein weiß ich, dass die Dame mit dem Ilius uns für ein Paar gehalten hat. Sie sollten also nachsichtig mit ihm. Frau Dr. Eichhorn? Nee, ist ganz... Elena! Oh. Waren die Muscheln nicht frisch? Ich hab die heute früh erst vom Markt geholt. Das muss ja nichts heißen. Kommen Sie, ich bringe Sie in die Klinik. Hiermit erlaube ich meinem Sohn an der Klassenfahrt ins Zittauer Gebirge teilzunehmen. Liebe Mama, darf ich mit? Ich verspreche dir auch, dass ich ganz bestimmt die Tabletten nehme. Marquardt, kommen Sie bitte noch mal in mein Büro. Nur noch ein paar Stunden, wir haben es gleich. Helfen Sie mir! Sie muss in den Schockraum. Rufen Sie den Chefarzt oder Dr. Stein. Nein, am besten beide.
bin ab nächster Woche dann erstmal im Ausland. Das Medikament für Bastian bekommen Sie immer pünktlich zum Monatsanfang per Post. Danke sehr. Und ich bin sicher, für die Rohre wird sich eine Lösung finden. Oh, gehen Sie. Ist Ihnen übel? Haben Sie Bauchschmerzen? Die Rechnung. Die Rechnung bezahlen. Was für eine Rechnung? Elena? Was ist mit ihr? Wir waren essen, dann wurde ihr plötzlich schlecht. Sie ist tachykard und fiebrig. Außerdem scheint sie verwirrt zu sein. Ich dachte zuerst an eine Lebensmittelvergiftung, aber mir geht es gut. Entfernen Sie bitte den Verband. Wissen Sie, woher die Verletzung kommt? Sie hat sich an einem Skalpell verletzt. Was war das für eine OP? Darmverschluss. Oh. Oh mein Gott. Es knistert. Gasbrand. Wir müssen sofort operieren. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Heimann hier. Machen Sie sofort den Operationssaal klar. Weiß Dr. Stein Bescheid? Ich habe ihn benachrichtigen lassen. Bereite mich vor. Elena, was ist passiert? Die OP-Verletzung. Sie hat sich mit Clostridien infiziert. Das soll nicht wahr sein. Der Heimann wartet im OP auf Sie. Ich werde ihm assistieren. Wie konnte so ein Fehler passieren? Elena ist eine erfahrene Chirurgin. Sie war abgelenkt. Wir hatten uns gestritten. Ich hätte sie nicht weiter operieren lassen dürfen. Der Handschuh hat die Infektion erst richtig begünstigt. Clostridien gedeihen am besten an luftabgeschlossenen Stellen. Was passiert ist, ist passiert. Du musst dich jetzt konzentrieren. Wie sieht es denn aus? Das befallene Areal ist bereits recht groß, aber noch auf die Hand beschränkt. Wir können die Hand doch retten. Wir versuchen alles. Ihr Kreislauf läuft völlig aus dem Ruder. Sie wird septisch. Wenn wir die Infektion nicht in den Griff kriegen, stirbt sie. Noch einmal.